Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein. Hallo, da sind wir wieder. Viele von euch sind bestimmt schon spätestens seit dem 11.11. in Fasnachtsstimmung. Und was gehört unbedingt zu der Fasnacht? Natürlich die Gugge-Musik. Und darüber sprechen wir heute. Und zwar mit dem Stefan von den Reurevoluzern. Hallo Stefan. Hallo ihr zwei. Hallo, was ist deine Funktion im Verein erstmal vorneweg? Oh, eine Funktion habe ich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin die gute Seele im Hintergrund. Ah. Ich war viele Jahre der erste Vorsitzende im Verein, habe viele Jahre die musikalische Leitung gemacht und war die letzten Jahre noch die Vertretung für die musikalische Leitung. Ich musste leider beruflich bedingt ein bisschen zurückstecken, aber im Hintergrund wusel ich doch noch ziemlich viel rum, ja. Okay, also ich muss ja gestehen, von Gugge-Musik habe ich bis vor ein paar Jahren ehrlich gesagt noch gar nichts gehört. Und vielleicht sind ja da draußen jetzt auch noch ein paar, die davon noch nichts gehört haben. Magst du mal kurz erklären, was Gugge-Musik überhaupt ist? Ja, ich kann es zumindest versuchen, ja. Also Gugge-Musik ist im 16. Jahrhundert im alemannischen Raum entstanden, also alles so was runter Richtung Schweiz geht. Und da ging es darum, die Wintergeister zu vertreiben. Ah. Ja, und da sind die Leute mit Tüten über dem Kopf und mit Schellen und Rasseln durch die Straßen gelaufen und haben einfach versucht, die Geister zu vertreiben. Und Gugge kommt von Gugge und das ist alemannisch und heißt Tüte. Oh, und wieder was gelernt. Genau, und im süddeutschen Raum gibt es auch die Gugge und das sind alle Blechblasinstrumente, die es gibt. Und das vermischt sich da natürlich ein bisschen. Ne? Und seit Anfang des 20. Jahrhunderts, also so 1930, 1940, ist die Gugge-Musik ein ganz großer und wichtiger Bestandteil der alemannischen Fasnacht. Also ganz stark in Luzern, in Basel, aber auch in der inneren Schweiz und Luzern. Auch Winterthur ist da schon seit vielen, vielen Jahrzehnten mit vorne dran. Und das ist natürlich die letzten Jahre immer mehr über den süddeutschen Raum, über Schwaben, auch zum größten Teil hier hoch zu uns geschwappt. Aber auch schon bei uns seit fast 15 oder 20 Jahren schon ein Bestandteil der Fasnacht geworden. Ja, so lang schon dann tatsächlich, auch in Mainz. Ja, also in Mainz, ich glaube, die älteste Mainzer Gugge-Musik, die ist jetzt, glaube ich, 14 oder 15 Jahre alt. Mhm. Aber wir haben natürlich, wenn wir so ein bisschen Richtung Darmstadt gehen oder noch südlich von Darmstadt, gibt es auch Gugge-Musiken, die schon fast 20 Jahre alt sind. Und wenn man dann noch weiter runter geht, Richtung Schwarzwald, gibt es Gugge-Musiken, die sind 40, 50, 60 Jahre alt. Ja, gibt es schon. Gelesen, Gugge-Musik, das ist Musik, die auch absichtlich auf ihre ganz eigene Art immer so leicht, wie sagt man, schief gespielt wird. Halbton ist das daneben. Dann, ne? Daneben, ja. Ja, ja. Also ist das was sich nach Krach ein bisschen anhört, so von weiter weg, aber dann doch auch Rhythmus. Also ja. Wir können jetzt leider nichts einspielen. Aber das ist die Musik, die so einfach anders klingt. Genau, das so ist gerade die Musik. Genau, das ist die Musik, die die Leute auch meistens ein bisschen in Bewegung bringt. Und das mit dem Falschspielen, das ist früher so richtig gewollt gewesen. Mhm. Es sollte ja schief und kratzend sein, damit die Geister den Winter, dass der Winter endlich verschwindet. Das hat sich natürlich alles ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, professionalisiert. Heutzutage ist es nicht schlimm, falsch zu spielen bei der Gugge-Musik. Das macht auch immer noch diesen Charakter aus. Und wenn man bedenkt, dass es sehr viele Gugge-Musiker gibt, die eigentlich gar kein Instrument spielen konnten oder können, bis sie Gugge-Musik spielen oder sogar Noten lesen können. Es gibt ganz viele, die das nicht können und trotzdem diese Töne aus den Instrumenten rauskriegen. Das ist schon beachtlich an manchen Stellen. Nichtsdestotrotz gibt es wirklich Guggen, die können mit richtig großen Orchestern Schritt halten. Ja, die haben also ganz perfekte Lieder, die spielen ganz toll arrangiert. Und hier bei uns in der Gegend ist das auch eher so ein bisschen, wir versuchen ein bisschen professionell zu sein, aber wenn schiefe Töne dabei sind und der Rhythmus mal nicht so passt und mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsam wird, das gehört auch noch dazu bei uns. Okay, aber Moment, verstehe ich das jetzt richtig? Wenn ich mich euch anschließen möchte, ist es nicht zwingend notwendig, dass ich ein Instrument beherrsche, sondern Hauptsache ich kriege Töne raus. Oder ist es nicht eher so, dass dieses absichtlich daneben auch irgendeinem System folgen muss, damit das noch hörbar bleibt oder dass ein angenehmes Hörerlebnis dennoch bleibt? Ja, da hast du vollkommen recht. Bei uns ist es auch immer so, dass dann fast alle
falsch spielen an der einen oder anderen Stelle, ja. Wir sagen natürlich, das ist gewollt, aber natürlich versuchen wir auch ein ganz, ganz sauberes Lied zu spielen, ne? Und es ist wirklich so, ganz viele, auch ich habe früher nie ein Instrument gespielt, habe dann irgendwann mal angefangen mit ein bisschen Trompete spielen und auch Posaune. Ich glaube, ich kriege die Töne auch gut hin und kann auch ziemlich lang spielen, aber das kann eigentlich jeder erlernen, ne? Und es gibt ja nicht nur die Blasinstrumente, es gibt ja auch die Schlaginstrumente. Also es ist nicht ganz so schwer, wenn man da ein bisschen fleißig ist und übt und auch die Bereitschaft hat. Und so ein Musikinstrument macht auch unheimlich Spaß mit der Zeit. Aber spielt ihr dann auch nach Noten? Habt ihr Noten? Ja, wir haben dann Noten, natürlich. Also bei uns ist es so, dass ganze Partituren geschrieben werden. Also Partitur heißt, dass verschiedene Instrumente auf einem Notenblatt erscheinen. Ja? Mhm. Wir haben einen sehr engagierten und fleißigen Notenschreiber, der jetzt auch den Kenntnisstand der einzelnen Musiker oder Musikergruppen sehr gut einschätzen kann. Und also ich sage jetzt mal den Namen, das ist unser Ralf, unsere Schreibmaschine. Ja. Und der Ralf, der kann das richtig gut arrangieren. Der weiß die Höhen und Tiefen, also die Schwächen und Stärken der einzelnen Register, der einzelnen Leute und passt das Lied mit den Leuten gemeinsam an, dass die möglichst ein tolles Stück auf die Bühne bringen können. Und ja, da sind ganz viele dabei, die hatten noch nie ein Instrument in der Hand, bis sie zu uns gekommen sind, ja. Wow, ich muss noch einmal nachhaken, es tut mir leid, dass ich noch einmal darauf rumreite. Aber wenn die Noten geschrieben werden, das heißt, die Fehler werden da nicht schon eingebaut, sondern die ergeben sich. Ja, also es ist natürlich so, man macht das Radio an und hört ein Lied und denkt sich, wow, das kann ich mir gut vorstellen zu spielen. Und dann geben praktisch die Mitglieder immer am Ende der Kampagne ihre Ideen oder Wünsche an die musikalische Leitung weiter. Mhm. Und da gibt es dann zwei, wie gesagt, der Ralf und auch die Niki, das ist die erste Vorsitzende und musikalische Leiterin, und auch der Thorsten, der Leiter des Schlagwerks, die schauen dann, was kann man umsetzen. Und dann setzt sich der Ralf dran und schreibt das Lied. Und wenn das Lied geschrieben ist, ist es praktisch eine Orchesterversion. Dann kann praktisch jede Brassband, jedes Orchester, jeder, der ein Instrument beherrscht, kann es spielen und kann es sauber spielen, kann es richtig spielen. Mhm. Dieses etwas Schiefere und auch diese A-Rhythmik, dass man ein bisschen schneller und langsamer wird, das ist eigentlich gar nicht beabsichtigt. Das sind so, ich sag mal, kleine eingeschlichene Fehler, die sich aber festigen. Und die passen dann aber irgendwann ganz gut dazu. Wenn man jetzt natürlich nochmal in den süddeutschen Raum geht, ja, wo es diese Schrenzmusik gibt von den Guckenmusiken oder Hexenvereinen, die machen da natürlich richtig ganz, die spielen extra ganz schräg. Und wir sind das von unseren Ohren hier gar nicht gewöhnt und finden das auch manchmal störend. Mhm. Aber es gehört halt zu diesem Teil der Fasnacht dazu und zu dem Brauchtum. Wir hier oben sind ein bisschen, also wir hier oben, also Mitteldeutschland, sage ich mal, wir versuchen das ein bisschen sauberer zu ziehen, um einfach ein bisschen professioneller zu wirken. Wir spielen ja auch das ganze Jahr. Also die Basler Fasnacht oder alle Fasnachts, die Guckenmusiken in Basel, Schweiz, Winterthur, Luzern, die spielen nur an Fasnacht. Die spielen diese 3-4 Tage oder eine Woche und das war's. Hier bei uns in Deutschland sind diese Guckenmusiken auch auf Festivals und spielen mal auf Sommerfesten, auf Benefizvorstellungen, also alles Mögliche. Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Seid ihr ein reiner Guckenmusikverein eigentlich? Oder seid ihr generell ein Musikverein, der in der Fasnachtszeit Guckenmusik spielt und den Rest des Jahres andere Musik? Oder spielt ihr das ganze Jahr auch Guckenmusik? Ja, also die Reurevoluzzer spielen das ganze Jahr Guckenmusik. Ist natürlich deswegen so, weil viele kein Instrument richtig erlernt haben und nicht klar nach Noten spielen können. Also, das heißt, es wird ein Programm für die Fasnacht einstudiert. Mhm. Und da Guckenmusik hier immer bekannter geworden ist die letzten Jahre, hat sich das auch auf vielen Geburtstagen rumgesprochen. Ja, also es gibt sehr viele, die sich so eine Guckenmusik auf ihrem Geburtstag wünschen, auf dem runden Geburtstag. Oder auf Hochzeiten wird mal gespielt oder auf Kerben, Weinfesten, alles, was so anliegt. Ja. Und da ist man eigentlich schon an ziemlich vielen Terminen das ganze Jahr über unterwegs, aber ganz klar, ab 11.11. bis zum Ende der Straßenfasnacht, das ist der Hauptfokus und der Hauptkern der Auftrittszeit. Mhm. Und du hast es eben schon erwähnt, ihr seid sehr flexibel in eurer Songauswahl. Das heißt, ihr spielt auch sehr aktuelle Popsongs, also komponiert oder schreibt die um und dann spielt ihr die auch. Und es macht ordentlich Lärm, also auch rhythmischen Lärm natürlich. Ich merke das immer am Rosenmontag natürlich, da hört man auch klar die Guckenmusik, dass die gerade ankommt. Und da merkt man wirklich, wie du auch schon gesagt hast, die Leute, die feiern das ohne Ende ab, richtig geil. Und die Gardemusik ist natürlich auch toll,
aber die macht nicht ganz so viel Stimmung. Ja, das stimmt. Man darf ja auch nicht vergessen, die Gardemusik hat ja einen ganz anderen Hintergrund. Die ist ja eher durch die französische Besatzung noch geprägt, wie die Mainzer Fasnacht halt auch ist, ne? Und die Gardemusik, die verändert sich auch. Also die hat sich die letzten 20 Jahren auch stark verändert. Also man, wenn man jetzt mal auf dem Umzug steht und hört sich die Stücke der Garden an, die spielen auch moderne Lieder. Die setzen sie einfach ein bisschen anders um. Bei der Guggemusik ist es natürlich bedingt durch die Vielzahl der Register und die unterschiedlichen Stimmlagen in den Registern, versucht man da natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, peppiger zu spielen. Ja? Guggemusiken laufen ja auch nicht in einem Marsch. Die laufen eigentlich so frei Schnauze. Das ärgert meistens die musikalische Leitung, weil eigentlich soll es ein bisschen sortiert aussehen. Und bei Garden ist das ganz klar vorgegeben. Und da muss alles im Gleichschritt erfolgen. Und da werden die Lieder dann auch ziemlich professionell gespielt. Ne? Und das ist halt bei Guggen ganz anders. Und wenn man gerade auf dem Rosenmontagsumzug ist, da sind ja sehr viele Guggenmusiken dabei. Das sind Guggenmusiken aus ganz Deutschland, sehr viele aus der Schweiz. Und da hört man auch die unterschiedlichen Typen der Guggenmusik. Ja. Ah, okay. Und das ist echt interessant. Es gibt ja auch immer an Fasnacht ein Gugge-Festival beim MCV vorm Karstadtgebäude, und also vorm Theater. Und das ist in einem Zelt und davor gibt es meistens einen Sternenmarsch. Da sind sehr viele Guggen, die durch die Stadt laufen. Da sieht man schon, dass die Leute auch ein klares Interesse an einer bestimmten Richtung haben, ja, weil wenn jetzt einer auf etwas aktuelle und gut verständliche Guggenmusik steht, dann läuft er eher mit dieser Gruppe durch die Stadt. Und dann gibt es natürlich aus gerade so Schwarzwald die Gruppen, die so ein bisschen auch mit den Hexenvereinen öfters zusammen sind, die ein bisschen schräger, ein bisschen kratziger spielen. Da gibt es auch sehr viele Anhänger, die gehen dann eher damit. Und das ist eine ganz tolle Vielfalt, die diese Musik auch bietet. Schon eine Menge über Guggemusik an sich gesprochen. Kommen wir mal mehr auf die Roy Revoluzzer. Ja, schwieriger Name, ne? Roy Revoluzzer, ja, eigentlich nicht. Wenn man aus Mainz kommt, sollte es nicht so schwer sein. Seit wann gibt's euch? Die Roy Revoluzzer gibt es seit 2007. Die haben sich im Sommer 2007 gegründet. Das heißt jetzt über 12 Jahre alt. Und ja, auch deswegen eine der etwas ältesten Guggen hier in Mainz. Mhm. Genau, ich wollte gerade sagen, weil vorher hat man nicht wirklich was davon mitbekommen. Wie ist das entstanden? Wie habt ihr euch gegründet damals? Naja, wie es in jedem guten Verein so Sitte ist. Wir haben früher schon in einem anderen Verein Guggemusik gemacht. Mhm. Viele der alten Mitglieder, wenn ich das mal so benennen darf. Und manchmal passt es nicht mehr. Ja, und da gab es halt einige wenige, die gesagt haben, naja, lass uns doch versuchen, ja, unser eigenes Ding zu machen. Ja, und das war dann im Sommer 2007. Und jetzt so nach 12 Jahren, wenn man zurückschaut, muss man auch sagen, das war vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung. Es gab natürlich viele Höhen, es gab auch Tiefen, wie in jedem Verein. Aber das war so der Ursprung der Roy Revoluzzer. Und da kommt auch der Name her. Wir haben praktisch revoluziert. Ja, wir waren in einem Verein und dieser Verein Mainz am Rhein, Roy, und dann die Revoluzzer, Roy Revoluzzer, und so ist der Name auch entstanden. Ja. Und wir haben hier Glück, wir können ihn aussprechen. Man muss aber gar nicht weit wegfahren, da haben die Leute schon ein Riesenproblem damit. Ja. Ja. Das ist immer witzig, wenn es dann heißt, die Roy-Rebenschubser oder die Roy-Lutzer. Also, echt? Ist das so ein Problem ein witziger teilweise? Name. Ja, manchmal ja. Schon, ja. Wo fängt es da an? Schon in der Pfalz? Das fängt in der Pfalz schon an, ja. Oh ja, die Pelze. Ja, jetzt gibt es euch wirklich schon eine ganze Weile. Das heißt, ihr habt klein wahrscheinlich angefangen. Wie viele Leute seid ihr heute? Wie viele Mitglieder? Also ich glaube, aktive Mitglieder sind wir 73. Mhm. Und aktive Musiker, das heißt also diejenigen, die ein Instrument spielen und auf der Bühne präsent sind oder auch bei den Umzügen mitlaufen, sind es 44. Das ist schon eine enorme Anzahl. Ja. Es gab auch schon mal dünnere Jahre. So ein Verein lebt ja auch zum Stück weit immer auch ein bisschen vom Wechsel. Wobei ich sagen muss, ein ganz großer Teil ist eine gefestigte Gruppe schon über viele Jahre. Und wir sind auch echt froh, dass jedes Jahr neue Interessierte Menschen mitmachen möchten und haben da ganz fleißige und engagierte Leute auch die letzten 2 Jahre gewonnen. Und die haben auch, so wie ich es zumindest einschätze, einen Riesenspaß an der Sache. Ja. Also ist das unbegrenzt? Könnte jetzt jeder, der Interesse dran hat, zu euch kommen und sagen, ich würde mir das gerne mal anschauen, vielleicht auch dann mitmachen, hab zwar kein Talent, aber...
Ja, also, das trifft sich ja ganz gut. Wir haben nämlich alle kein Talent. Perfekt, ja. Nein, also prinzipiell kann man da die Frage nur mit Ja beantworten. Mhm. Das ist natürlich so, es muss immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schlaginstrumenten und Blasinstrumenten vorherrschen, zumal die Schlaginstrumente auch sehr laut sind. Und wenn die natürlich in einer viel höheren Anzahl vorhanden sind, hat das Gebläse ziemlich schwer da durchzudringen, ja. Und dann spielt man praktisch gegen eine Wand. Und da schaut die musikalische Leitung, also unsere Niki, die schaut da natürlich ganz genau, was können wir noch an Leuten gebrauchen, welche Instrumente können wir noch im Verein aufnehmen, entwickeln, weil es kommen ja viele, die können kein Instrument spielen. Und das ist ja auch immer mit Ressource und Zeit verbunden. Und das muss immer ganz genau abgewogen werden. Aber prinzipiell ist es so, wer Lust darauf hat, kann die Probe kommen, kann sich's mal anhören, kann sagen, hier, ich hätte Lust mitzumachen. Klar, da sind die Rollrevolution immer sehr, sehr offen für, ja. Okay, das heißt aber, Niki schaut dann und denkt, okay, wir brauchen noch ein paar Bläser. Du siehst nach einer Trompete aus. Du kannst die Trompete noch spielen. Ja. So ungefähr. Also, vor allem, du siehst danach aus. Genau, das siehst so aus, als könntest du Trompete spielen. Ja, ja, also prinzipiell könnte man so auch machen. Es gibt immer nach der Kampagne, ich weiß jetzt gar nicht, so nach 1-2 Wochen gibt es eine offene Probe. Ah. Die wird auch ein bisschen stärker beworben über die sozialen Medien. Da kommen auch immer ein paar Leute, die sich das anschauen. Das ist natürlich so kurz nach Fasnacht ganz sinnvoll, weil dann ist es noch im Ohr, man ist noch präsent im Kopfe und im Geiste. Und die Leute können dann an diesem Tag auch Instrumente ausprobieren. Also es gibt von jedem Instrument einige zum Ausprobieren. Also kann ja sein, dass man sagt, okay, ich wollte eigentlich Trompete spielen oder ich kann Trompete spielen, aber eigentlich finde ich auch ein Sousaphon oder eine Posaune ganz toll oder ein Euphonium. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich finde das mit der Pauke ganz toll und kommen dann aber zu einem anderen, zum T-Block-Instrument oder zum Schlagzeugwagen. Also das können die Leute erstmal ausprobieren. Und meistens ist es so, dass die Leute, die sich etwas aussuchen, auch darauf bleiben. Also es wird jetzt nicht sein, dass jemand kommt und sagt, oh, Trompete, könnte ich gerne, ja, kann ich spielen. Und dass dann die Niki sagt, nee, Trompete spielst du nicht, du spielst Posaunen, wir brauchen Posaunen. Vielleicht sagt sie, ja, möchtest du nicht auch mal Posaune probieren? Ist auch ein ganz cooles Instrument. Also sage ich jetzt natürlich auch, weil ich auch Posaune spiele. Aber letztendlich ist es so, jeder kann das probieren. Wo er Spaß dran hat, das kann er machen und darf er machen. Aber wenn er dabei bleibt oder sie, dann muss man sich das Instrument schon selbst besorgen. Dann da gibt's keine Leihgaben dann. Oder? Irgendwann mal. Wir haben einen kleinen Fundus an Instrumente, die für die erste Zeit zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, da zahlt man im Monat so 1-2 Euro Mietgebühr oder so. Aber so ganz genau weiß ich das auch nicht mehr, weil ich auch ein bisschen aus dem aktiven Dienst draußen bin. Wenn einem das Instrument dann liegt, dann ist es auch sinnvoll, ein eigenes Instrument irgendwann zu haben, weil es gibt ja auch spezielle Mundstücke. Und der Verein hat nur Standardmundstücke. Und jeder Körper ist anders, jede Lippenformung ist anders, jede Atmung ist anders. Da gibt es wirklich viel anzupassen und zu probieren. Und da macht es Sinn, irgendwann sein eigenes Instrument zu haben. Klar. Wurdet ihr auch schon mal so als Sprungbrett dann zu professionelleren Vereinen genutzt? Oha. Oder also das glaube ich fast nicht. Ist das nur eine Hypothese Nein. von mir? Nee, also ich glaube, also wir haben bei uns im Verein auch einige Leute, die in einem traditionellen Musikverein Musik machen, ja, im Posaunenorchester oder in einem Quartett oder ähnlichem, ja, das haben wir. Für die ist eher die Guggenmusik dieses Rausbrechen aus dem ganz Professionellen, ja, aus diesem strikten, feinen, genau geordneten. Die wollen auch mal was anderes machen, ja. Und die nutzen dann praktisch unser Programm und unsere Lieder, um mal ein bisschen was anderes zu machen. Ja? Die würden aber niemals ihren anderen Verein im Stich lassen, weil das auch eine tolle Musik ist. Und das ist ja so, wenn man eine musikalische Grundausbildung an einem Instrument erfahren hat, dann möchte man das ja auch weiter beibehalten. Und bei uns kriegt man zwar die Notenblätter und man kann nach Noten spielen, aber wenn jetzt in einem Takt die Noten schön geordnet sind und die restliche Gruppe spielt diesen Takt ein bisschen anders, dann hat man da auch ein Problem. Und da haben wir halt einige, denen das halt ein bisschen Spaß macht, so ein bisschen schräger zu spielen, ein bisschen querer und nicht so geordnet, nicht so gesittet. Kann man sagen, Guggenmusik ist der Jazz der Fasnachtsmusik? Das ist eine gute Frage, das habe ich noch gar nicht so. Jetzt so ist mir gerade so gekommen, weil eigentlich ist ja Jazz gilt ja auch bei vielen Klassikliebhabern als die, ja, Klammer. Genau, der Outbreak. Ne? Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, ist aber eine witzige These. Ja? Ja, könnte man mal, also müssen wir mal eine Studie drüber machen unter allen Guckenmusiken, ob das vielleicht Sinn und Zweck der Guckenmusik ist. Ja. Wie wurdet ihr damals von den anderen Fastnachtsvereinen und auch natürlich musikalischen Fastnachtsvereinen beäugt? Oder wurdet ihr für ernst genommen? Oder gab es da jetzt mal hier den Gossip auf den Tisch hauen? Ja, okay, den Gossip. Ja, es ist natürlich so, dass wir, als wir angefangen haben 2007, da gab es die Guckemusik ja auch schon in der Mainzer Fastnacht. Mhm. Also es gibt Guckemusiken, die laufen schon seit 25 oder 30 Jahren auf dem Rosenmontagszug mit. Das heißt, ganz fern war das Thema nie. Mhm. Es ist aber auch so, dass die Mainzer Fastnachtsvereine und auch gerade die Sitzung, die Saalfastnacht, die ist natürlich bei den ganzen tollen Rednern, die wir haben, den ganzen tollen Gesangsgruppen, die sind natürlich zugebucht. Und wenn man heute mal auf eine Sitzung geht, die 6-7 Stunden dauert, da ist es natürlich, dass da nicht immer noch eine Guckemusik reinpasst. Ja. Das tut zwar ein bisschen weh, weil wir wollen ja auch Teil dieser Mainzer Saalfastnacht sein. Wir haben auch Saalfastnacht-Auftritte, einige. Aber es ist in den großen Vereinen eher nicht der Fall. Mhm. Ja, es gab es mal, das gibt es auch immer wieder mal, weil die ihr Programm auch immer wechseln. Die wollen halt nicht, dass Langeweile entsteht. Und deswegen, wir haben hier in Mainz so viele Aktive in der Fastnacht, da darf man gar nicht drüber böse sein, wenn man da gar nicht in Erwägung gezogen wird. Weil spätestens, wenn die Straßenfastnacht kommt, dann ist jeder Verein heiß drauf, Guckenmusik bei sich zu haben, weil das einfach Publikumsmagnet ist. Ich möchte nicht sagen, dass der besser ist als Gardemusik, aber es ist ein Publikumsmagnet, den die Leute halt in Mainz langsam schätzen. Der weckt halt nochmal auf, ne? Genau. Der weckt auf und wäre dann natürlich gerade bei so langen Fastnachtssitzungen eigentlich gar nicht schlecht. Nochmal so im letzten Drittel, damit man nochmal hier abgeholt wird von den Stühlen. Ja. Ja, das ist halt nur das Problem, wenn eine Guckemusik mit 40, 50, 60 Leuten im letzten Drittel einer solchen Sitzung so um 11, 12, 1, 2 Uhr kommt, dann ist danach meistens von der Lautstärke her das Ohr kaputt. Das heißt ja nicht, dass das Ohr zerstört wird, aber Guckenmusiken spielen schon etwas lauter als andere Vereine. Wir können auch leise spielen, einige. Also wir versuchen es auch ab und an. Aber es ist wirklich so, es passt nur zum Schluss, so als großes Finale. Mhm. Oder halt vielleicht als Eröffnung. Mittendrin ist es eher ein bisschen schwierig. Mhm. Und wir wissen ja alle, in der Mainzer Fastnacht gibt es immer ein riesiges Finale. Und das ist ein Monopol. Mhm. Und das wird es auch noch viele Jahre so geben. Und ich glaube, da wird sich nichts dran ändern. Aber wir kommen auch so gut zurecht. Mhm. Die Straßenfastnacht leben wir ein bisschen mehr aus. Ja, jetzt habt ihr ja gerade am 11.11. die neue Saison eröffnet. Ja, genau, eröffnet. Wir haben sie ein bisschen früher eröffnet für uns. Wir hatten nämlich einen unsere, ich sag mal schon fast Traditions-Gucke-Party. Wir versuchen alle zwei Jahre ein Gucke-Festival zu machen und hatten praktisch vor dem 11., ich glaube am 9.11. war das, samstags unsere Kostümpräsentation. Wir haben ein neues Kostüm, also die aktiven Musiker der Royal Revoluzzer. Das wurde auch in kompletter Eigenregie genäht. Wir haben da eine ganz fleißige Biene, deren Namen ich nicht sagen darf. Die flippt nämlich aus, die mag das überhaupt nicht. Aber okay. die ist ganz engagiert und die hat ganz tolle Ideen und die sitzt wirklich monatelang hinter der Nähmaschine und ganz viele andere Mitglieder haben sich auch sehr häufig über mehrere Monate getroffen und die ganzen Kostüme und Hüte und alles andere selbst genäht. Ihr macht das selbst? Ja, das gehört zum Anspruch. Also man darf ja auch nicht vergessen, wenn man das weggibt an professionelle Schneider, das kostet ein Vermögen. So kostet es natürlich auch noch ein Vermögen, also die Stoffe und Materialien. Mhm. Und wenn man da die Arbeitszeit reinrechnen würde, das ist eine Katastrophe eigentlich. Aber so, das schweißt ja die Leute auch ein bisschen zusammen. Und es ist halt dann auch auf einmal mein Kostüm. Man hat selbst an seinem eigenen Kostüm mitgewirkt in der Ideenfindung, in der Abstimmung und man hat es genäht. Und ich persönlich finde, man geht dann damit auch ganz anders um, als wenn man es einfach bekommt und es wurde davor gekauft. Ja, ja, also da steckt ja mehr Herzblut drin. Ja? Oder allein, wie die Finger nach so einem Nähtag aussehen oder nach so einem Schnipseltag. Stoffe schneiden ist brutal. Ich glaube, da hat man eine ganz andere Verbundenheit zu einem Kostüm. Das trägt es auch mit viel mehr Stolz. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich ziehe davor meinen Hut vor diesem Aufwand und diesem Talent überhaupt. Ich könnte das nicht nähen. Aber ich stelle mir das auch sehr aufwendig und zeitintensiv vor, gerade weil es ist ja ein Hobby. Das heißt, die meisten gehen ja wahrscheinlich irgendwie noch arbeiten und haben Alltagsverpflichtungen und da
so viele Stunden noch aufzuwenden, neben den Proben und den Auftritten selbst, dann auch nochmal für die Kostüme, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Also auch so eine kleine Interna. Seit der letzten Fasnacht bis jetzt zu diesem Event wurden 9 komplette Stücke eingeprobt. Das ist für die Royal-Revoluzzer echt enorm. Das hatten die die letzten Jahre nie gehabt. Dann zwischen diesem häufigen Einüben, neu einstudieren, Proben, Probewochenende, Auftritte, dann sich da auch noch samstags bis um Uhr hinzusetzen und zu nähen und wochentags abends bis mitten in die Nacht. Also da Respekt. Das haben sie echt gut auf die Reihe gekriegt. Und das Fest, das war auch sehr gut besucht. Und so wie ich es mitbekommen habe, gab es sehr viel positive Rückmeldung zum Kostüm und zum Event. Und das ist natürlich dann auch nochmal ganz schön für die Mitglieder zu hören. Das, was wir hier uns erarbeitet haben in Schweißarbeit die letzten Monate, hat sich gelohnt. Mhm. Ja. Was ist es denn für ein Kostüm geworden? Kann man das überhaupt irgendwie benennen? Weil ich weiß, Gokomusik hatte jetzt eigentlich kein Kostüm an sich. Also es ist sehr fantasievoll. Oder halt immer viel mit Fell und so, was ja auch natürlich von der Jahreszeit her sehr praktisch ist. Genau. Kannst du es ein bisschen beschreiben? Ja, es ist jetzt, also beschreiben kann ich schon ein bisschen. Es ist eigentlich wie ein langer Gehrock, aber ein runder Rock mit einer Jacke oben drüber. Und es hat unterschiedliche Farben aus den letzten Kostümen übernommen. Hm. Und das war vielen wichtig, die Linie nicht zu verlieren. Also dass nochmal eine Verbindung vom neuen Kostüm zum alten und vorherigen und nochmal vorherigen Kostüm besteht. Ja, es ist ja so ein kleines, es soll ein Markenzeichen sein. Und in der Schweiz ist es ja so, dass zum Beispiel die Gurgelmusiken jedes Jahr unter Umständen ein neues Häs haben, also ein neues Kostüm. Und jetzt die Royal-Revoluzzer hatten jetzt 5 Jahre ein Kostüm und wechseln es jetzt. Und ich nehme an, die nächsten 5 Jahre wird das Bestand haben. Mhm. Aber ich denke, auf der Homepage kann man sich's anschauen. Mhm. Ich finde es ganz pfiffig. Ja. Es sieht nett aus, ja. Schwarz-Orange ist auch ein schöner Kontrast. Genau, also, schwarz-orange und dann noch verschiedene Tierfälle mit eingearbeitet. Und ein bisschen, also es sieht nicht jedes gleich aus, es ist individuell immer ein bisschen gehalten. Trotzdem stimmt die Linie. Und das war dem Verein sehr wichtig. Ja, wie lautet denn die Seite wie ist denn die Webseite, falls jetzt jemand gleich schauen möchte? Ja, die Webseite lautet www.royrevoluzzer.de und dabei Revoluzzer mit 2 Z. Doppel Z. Und natürlich gibt es auch einen Instagram-Account, Royrevoluzzer. Und auf Facebook gibt es auch eine Gruppe. Da kann man sich dann auch über alle kommenden Termine informieren, falls man das selbst mal erleben möchte. Genau, da kann man nach Terminen schauen. Man kann auch schauen, wo die Proben stattfinden oder halt die Auftritte. Und wer Lust hat, wie gesagt, kommt einfach vorbei. Was steht jetzt so als nächstes an? Ja, als nächstes steht natürlich erstmal die kleine Fasnacht an, hier in Mainz und um Mainz. Den Abschluss bildet bei uns nicht der Rosenmontagsumzug, also zwar hier schon für die Straßenfasnacht, also wir sind dienstags dann aber auch nochmal unterwegs. Wir sind aber auch nochmal die Woche drauf in Weil am Rhein, das ist an der Grenze zur Schweiz, zu Basel. Ah. Und da gibt es auch ein Guckenkonzert und auch einen Umzug. Der bildet praktisch für uns das Ende der Straßenfasnacht. Gibt es eigentlich auch Wettbewerbe? Ja, also ich kann das gar nicht mehr so genau beantworten. Es gab früher vom Deutschen Guckenmusikverband. Den gibt es auch. Ja, den gibt es auch. Da gibt es auch, glaube ich, viele Mitglieder. Ich weiß nicht, ich bin da schon ein paar Tage raus. Wir sind da kein Mitglied, sofern ich es weiß. Gab es Meisterschaften, die waren früher im Europapark Rust. Hm. Die wurden 5, 6, 7 Mal ausgetragen, aber ob es das noch gibt, das weiß ich nicht. Okay. Die beste Chance, viele Gucken zu sehen, ist wirklich am Wochenende vor Rosenmontag in der Mainzer Stadt. Also da wird man immer fündig. Da kommen aus, wie gesagt, ganz Deutschland, der Schweiz ganz viele Gruppen nach Mainz. Super interessant. Also ich werde es auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Hm. Und alles Gute für die kommende Saison. Ja, danke. Ich werde es den Verein ausrichten. Super. Tschüss. Tschüss. Ciao. Mainz gehört. Der Podcast für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.